Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Oh, Lümmeler, ich habe hier ein Fahrrad geschenkt gekriegt, was kein Mucks mehr gemacht hat. Ich habe dann einfach mal ein bisschen geguckt, ne, und hier bei dem, ja, bei dem Display, sag ich mal, seht ihr, hier bei dem Knopf fehlt ein bisschen was. Und ich vermute, dass hier Wasser eingedrungen ist. Und ja, irgendwie ist halt kaputt, ne? Weg damit. Einmal neu. Ja, wird ein ziemlich kurzes Video, Jungs, weil das war's nämlich. Das Ding geht, aber nur das Display kaputt. Ich meine, gut, es sind aber Kleinigkeiten. Ich hatte bei der Fehlersuche, hatte ich hier mal die Sensoren abgemacht. Die mache ich jetzt wieder ran. Und ja, Akku hatte ich auch außen. Keine Auffälligkeiten, alles okay. Ne? Und dann habe ich einfach alles wieder zusammengesteckt. Es kann sein, das Schloss war ein bisschen komisch. Vielleicht haben die den damals nicht richtig reingemacht oder so. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt aber auch nicht das alte Display nochmal anschließen, falls hier doch irgendwas kaputt geht. Keine Lust. Ja, Bordlehnigkeiten sind hier. Da hängt ein bisschen was. Hier ist schon mit Kabelbinder fixiert. Keine Ahnung. Da Tacho hier, da fehlt glaube ich auch, den kann ich glaube ich auch abbauen, dann muss ich mal einen anderen besorgen. Ja, und hier ist alles nicht mehr ganz so schön, ne? Aber das tüdel ich mir wieder hin und ja, wer Mifa fährt, das Gold wäre meiner. Ja, ich mache das Ding mal fertig. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns dann bei der Probefahrt, ne? Bis dann. So, die erste Kleinigkeit habe ich jetzt mal, das Ding hier habe ich jetzt einfach mit Sekundenkleber wieder angeklebt. Und ihr seht, hier ist ja noch ein kleiner Spalt. Dafür habe ich Kaisernatron und den guten alten Sekundenkleber. Da fülle ich den Spalt jetzt noch auf, damit, ja, müsste eigentlich auch so halten, aber das ist halt 100% hält. Ne? Ja, ansonsten haben wir hinten noch hier das Schutzblech. Das war ja mit Draht und Kabelbindern festgemacht. Ihr seht noch die Spuren von den Kabelbindern. Und ich habe jetzt so gerade gesehen, das Rücklicht ist so kaputt. So. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ich drehe jetzt in das Gegenstück hier hinten einfach eine kleine Schraube rein. Wahrscheinlich muss ich mir noch einen kürzeren besorgen, dass ich ein bisschen mehr Abstand gewinne vom Schutzblech zum Rad, weil das setzt hier schon auf. Und hier fehlt, also es fehlt ein Stück, das Schutzblech muss ein bisschen weiter weg. Ne, da drehe ich einfach hier eine Schraube rein, links und rechts, dass das wieder mehr Abstand hat. Hier oben passt, das ist bloß abgerissen, das klebe ich auch wieder. Und, oh, hier so abgerissen, okay. Hier auch, sieht man auch schon, extrem weggebogen, das biege ich mal noch ein bisschen rein. Und hier dasselbe Spiel, Schraube rein und dann schön mit Sekundenkleber alles vergießen und so, dann müsste das ja wieder passen. Okay, also das mit der Schraube würde funktionieren, dann hätte ich den Abstand hier wieder. Aber ich habe festgestellt, die Dinger hier kann man verschieben. Dann kann ich die einfach hier weiter, ich ziehe es jetzt einfach mal ab, weiter rausziehen und damit den Abstand einstellen und das dann hier wieder einkleben. Ich denke mal, das hat sich hier gelöst oder, ja, keine Ahnung. Egal, so supi, kann ich das einfach rausziehen, das Schutzblech wieder hoch. Ein bisschen so, sag ich mal, wir können auch Offroad machen hier. Nee, Spaß, da reichen Dinger. Nee, klebe ich jetzt alles zusammen, dann müsste es wieder passen. Ne? So, das hält wieder. Mal gucken, wie lange. Wenn nicht, muss ich mir dann mehr solche Dinger neu besorgen oder so. Ja, Rücklicht ist jetzt noch. Da gucke ich einfach mal, da das ja nur eine LED ist, wie ihr seht, mit einem kleinen Kondensator. Ja. Da gucke ich, mache ich irgendeine andere Lampe, finde, die klebe ich dann einfach hier hinten drauf oder so. Hier ist mal der Akku. 100%. Und ja, was war denn jetzt noch? Genau, die Bremse vorne war noch ausgehangen. Die habe ich schon wieder eingehangen. Sonst war es das jetzt fast. Wie gesagt, den Tacho, das lasse ich jetzt erstmal. Es kann sein, dass da noch irgendwo rumliegt. Oder ich werde noch mal fragen, von dem, wo ich es her habe, ob er den Tacho noch hat. Weil dann kann ich das auch noch zusammentüdeln hier, weil hier ist das Kabel gebrochen. Ich vermute, weil der hier einen Kabelbinder hingemacht hat. Und dasselbe Problem ist hier mit dem Bremssensor hier hüben, dass das Kabel einfach zu kurz ist. Ne? Ich habe jetzt hier mal Verlängerungen gemacht. Lötkolben läuft gerade warm. Löte ich das noch alles zusammen, schön Schrumpfschlauch drüber alles. Und ja, wie gesagt, das eine Kabel, das lasse ich jetzt erstmal.
Das Zügel ist jetzt hier irgendwie rum und dann kann ich mal eine Probefahrt machen. Muss ja mal gucken, ob das Licht so geht und alles, ne? Aber ich sage nicht, können wir einfach das Rücklicht bauen wir auf jeden Fall um. Geht in die Klingel. Hui! Da gibt es schon Qualitätsbeschwerden. So, hier, Lüft's drauf. Ständer ist locker, wie ihr seht, alles super. Düsen wir mal los mit den Haufen. Das hier hinten hat nicht so richtig funktioniert. Eins ist abgebrochen. Ah, es ist so zu kurz hier, das hätte ich noch ein bisschen weiter raus machen müssen. Aber ja, ist jetzt erstmal egal. Mal gucken, ob der Haufen geht. Weil der Damenfahrer, das ist so richtig gesund. Oh! Ah! Alter! Was ist denn hier los? What the fuck? Nee, aber der hakt voll, ey. Ja, scheiße, das sind die Nabenbohr. Und jetzt macht er gar nichts. Das sind halt von der Regel. Ja, gefühlt. Aber ich muss schon treten. Vielleicht kann ich hier auf Power irgendwie? Ja. Jetzt hast du voll. Ja. Aber wieso hat er vorhin so komisch eingehakt? Weil die von der Regel her scheiße sind. Jetzt? Alter! Kommst du noch mit? Ich trete gar nicht, Digga! What the fuck? Ey, ich habe überhaupt nicht getreten, da fährt er von der Lena, die dumme Sau. Guck, hier, guck! Alter! Lol, Digga, ab geht's! Ja. Lol! Ey, das Zwiebel doch ganz schön löse. Hä? Willst du fahren? Aber das ist lange nicht wie bei deins. Das kommt mit einem Mal. Volle Bude. Das sind die Nabenmotoren, weil die halt nicht so gut geregelt sind. Bei dir kommt das viel gesmoofter. Was du hier zum Beispiel merkst, wenn du jetzt da stehst, du kannst hier drauf treten, es passiert gar nichts. Mach das mal drauf. Oh. Will er schon los? Hallo. Ach du Scheiße. Ja gut. Scheiße, wie schalte ich denn hoch nach hinten, oder? Hä? Alter! Na gut, der Zwiebel auch ganz schön los. Naja, gut. Das, die Belege sind. Oh, Alter, du brauchst doch gar nicht treten, du Lümmel. Das ist voll der Betrug hier, Fahrer, E-Fahrrad hier. Ja, super, ich habe jetzt noch nie gemacht. Alter, guck mal. Aber die Scheißkarre hält mit, ne? Ja. Der Haufen. Ey, aber hier fürs Dorf und so reicht es 100 Mal, Alter. Das ist komplett behindert. Ja gut, das ist schon was anderes hier, ne? Der Reifen ist bestimmt viermal so breit wie der. Ey, aber das ist ein perfektes Ding. Oh, geil, Reparatur erfolgreich, Jungs. Ey, mach den kaputt, den Haufen. Ja, wir brauchen mal zu. Wir müssen das Ding mal noch flott machen. Klar, funktioniert.